die ganzen Idioten da durchprügeln. Hä? Jetzt ist er weg. Ist alles. So. Zu. Okay. Hier müsste uns jetzt gleich wieder ein Kollege entgegenkommen eigentlich. Wenn wir Pech haben, ja genau. Der hat uns aber noch nicht gemerkt. Und wird es auch hoffentlich nicht tun. Ah ja, der läuft hier tatsächlich eine ganze Runde. Das heißt, jetzt sollten wir hier, wenn wir Glück haben, freie Bahn haben. Freie Bahn mit Marzipan, nicht? Okay, zu unserer Rechten kommen wir nicht durch, da ist vernagelt und verrammelt alles. Was ist das? Aha. Okay, seine zweite Runde. Da kommt jetzt schon nach hier, oder? Nach hier, gibt's das überhaupt auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aber, interessante Stelle da. Da müssen wir wahrscheinlich durch jene verschlossene Tür ganz unten im längeren Gang dann irgendwann hin. So, das heißt jetzt, ich würde jetzt mal in diesen Raum hier gehen. Oder auch nicht. Ich kann mir das ja für später aufheben. Mir wäre es halt echt ganz lieb, wenn der Kollege da weg wäre. So. Also da, 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 da. Okay, da hinten ist eine Tür. Rechte Seite. Hier ist eine kaputte irgendwas. Das ist sowas für meine Kugel. Okay. Das ist gut. Das werde ich auf alle Fälle mal so lang sammeln, bis ich irgendwie anderweitig, beziehungsweise bis ich sie wirklich brauche. Ich hoffe, dass ich sie zwischenzeitlich nicht aus Versehen wieder verwende. Jetzt könnte es hier gleich wieder zu einem Jumpscare kommen, bilde ich mir ein. Muss aber nicht. Jetzt sind wir da. Genau, das ist jetzt interessant. Und jetzt... Was? Da ist eine Kleinigkeit passiert, ne? Oh, oh. Und es scheint öfter passiert zu sein. Jetzt ist auf jeden Fall jene Tür hier geöffnet. Ab. Ich bin doch vorher. Nee, durch diese Tür da oben. Nee, durch diese? Durch jene Tür, da komme ich zu dem Typen. Der da heult. Ah, was haben wir da? Ich kann das leider überhaupt nicht erkennen, was das sein soll.
irgendeine runde Öffnung. Aber ich glaube nicht, dass wir das passende Dingens dafür haben. Jetzt schauen wir mal. Hier kommen wir auch nicht so wirklich rein, ne? Hä? Finden wir da vielleicht was? Egal. Wir schauen mal weiter. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was der Kamerad hier macht. Den sollten wir nämlich... Ja. Genau dorthin will ich nämlich. Da muss der aber erstmal weg, der Kamerad. Der geht da sogar rein. Okay. Das ist natürlich schlecht. Ich sollte da nämlich hin. Jetzt laufen wir wieder vor an die Tür, da wo du hin willst. Genau. Hast ja Gott sei Dank deine feste Route, die du immer so läufst. Vielleicht nicht zu nah zu mir. Das könnte jetzt schon interessant werden gleich. Es sieht sehr interessant aus hier. Musikschlüssel. Harfe. Ja, okay. Interessant. Sehr schön. Haben wir das auch. Was jetzt meine Vermutung ist, ist aber, dass... Nee, er kommt gar nicht so weit rein, oder? Geh raus. Ich sollte nicht rennen, weil dann hört er mich erst recht. Okay. So, muss ich nochmal, also, ich muss an dieses eine Gerät nochmal nachher, wo das Fragezeichen ist, und muss da irgendwas machen. Und dann öffnet sich da wahrscheinlich ein Durchgang zu dem. Dann... Da kann ich vielleicht mit ihm reden. Das finde ich jetzt gar nicht so toll, muss ich sagen. Ach, der auch noch. Ach, ficken, echt. haben wir ein bisschen Glück gehabt, ja? Aber das ist dann schon teilweise nicht so ganz fair, ne? Da kommen sie einem doch so nah. Von der einen Seite und auch von der anderen Seite, da hast du fast gar keine Wahl. Wenn du einen Schritt zu weit gehst, hören sie dich. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja überlebt. Das heißt, wir können jetzt mal wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und dann können wir die oberen noch im Dunkeln liegenden Räume mal abchecken. Wenn wir da denn lebend hinkommen. Ich würde auch gerne nochmal speichern. War hier nicht irgendwo gerade eben vorher... noch so ein merkwürdiges
Gerätchen. Genau, da unten mittig. Unten in der Mitte, in dem Räumchen. Ja. Knappes halbes Stündchen werde ich dann auch noch streamen, aber viel mehr wird es heute nicht. Ja. Aber auf alle Fälle nochmal Speichermöglichkeit nutzen. Müsste hier sein. Dieser Raum. Jawohl. Also auf alle Fälle nochmal speichern. Und dann. Ist das da gegenüber? Da war ich aber schon drin. Das ist ja nur dieses kleine Loch in der Wand im Prinzip, ne? Da ist ja gar nichts weiter. Höchstens ein Lüftungsschacht wäre da, ne? Aber der ist noch nicht offen. Wird vielleicht auch niemals geöffnet. Okay. Also dahinter müssen wir noch. Jetzt weiß ich gar nicht, war man denn hier links schon? Ja, ne? Ich würde sagen ja. Ja, da waren wir schon. Irgendwas hier, was ich noch nicht gesehen habe, vielleicht. Das habe ich schon geöffnet. Da kamen die Spitzen raus, genau. Ne, alles fein. Alles feini, feini. So, dann gehen wir jetzt mal links. So es möglich ist, aber nicht. Dann fällt mir jetzt bloß noch ein da drüben geradeaus, ne? Aber da wird uns der Kamerad gleich wieder entgegenkommen. Dreht er wieder um oder kommt er weiter hierher? Er kommt weiter hierher. Er wird ja hoffentlich vorbeilaufen. Heißt, ich gehe jetzt da lang. Okay. Mal zu. Das ist nichts, okay. Kann man nichts machen. Dann haben wir noch eine Leiter ins Nirgendwo. Ah. Ist in Ordnung. Wo sind wir denn eigentlich? Größerer Raum. Da ist jetzt aber auch kein Fragezeichen oder sowas drin. Es scheint aber so zu sein. Nein. Okay. Ich hatte gerade gedacht, da gibt es vielleicht irgendwie einen geheimen Durchgang in diesen rautenförmigen Raum. Dann kann man hier was aufdrehen. Dann kann ich da vielleicht rein. Ob ich das tun sollte, ist eine andere Frage. Aber da Drehen an jenem Rädchen da im Moment das Einzige ist, was ich hier tun kann, werde ich das auch mal tun. Jetzt ist das Kurbelrad abge. Ach ja, jetzt habe ich das für das Gerät da bei dem anderen Kollegen. Ja. Oh.
Die wollen jetzt, dass ich da reinkrieche. Soll ich's mal probieren? Ich mach's mal. Geht sogar. Hey. Das würde ja bedeuten, ich könnte eventuell... Wo bin ich denn jetzt? Naja, wirklich abkürzen kann ich nicht. Boah, wobei, durch den ganzen Gang durch, wo da einer durchlaufen könnte, den mache ich jetzt im Prinzip. Den kürze ich jetzt ab. Das ist super. Doch, das ist eigentlich ganz gut. Weil ist jetzt streckentechnisch, also ich müsste halt im Prinzip sonst außen rumlaufen. Wieder durch den Raum zurück, wieder durch den Gang, wo der Hoshi da rumläuft. Tut jetzt nichts mehr zur Sache, weil ich kann ja zur Vereinfachung diesen Geheimgang, diesen Lüftungsschacht, sage ich jetzt mal, nutzen. Und dann haben wir jetzt hier auch gleich schon die Möglichkeit, ja, ob das jetzt wirklich zeitsparend ist, beziehungsweise stresssparend. Aber wir können hier durch. Und hier vorne wieder raus. Ich möchte auch gerne wissen, welchen... Ah ja, ich wollte gerade sagen, welchen Mechanismus haben denn genau die Glocken jetzt ausgelöst. Aber ich habe natürlich das Schiffchen damit öffnen können. So, da sind wir jetzt richtig. Da wollen wir im Prinzip nur aus der Tür raus und in die nächste rechts rein. So, allerdings nur mal abwarten, dass der Kollege, der hier durch die Tür kommt, uns nicht erwischt. Genau jener Kollege. Bis jetzt habe ich allerdings noch keinen einzigen Zylinder gefunden, ne? Das macht mich gerade so ein kleines bisschen kirre. Gut, wobei ja einer auf dem Stock sein soll, oder in dem Stock, und einer soll ja nochmal in irgendeinem Keller sein. In einem anderen Keller, als wir bis jetzt waren. Habe ich jetzt einer gehört hier? Nee. Jetzt gehen wir mal zu der weinenden Gestalt da und fragen den mal, warum der weint. Es kann ja nicht sein, dass der hier rumheult, während wir uns hier durch die ganzen Idioten da durchprügeln. Hä? Jetzt ist er weg. Ist alles. So. Kommst du da durch? Du bist ja ganz schön muskulös auch, ne? Also, bisschen. So, was lernen wir daraus? Hätten wir lieber nicht gemacht. Aber müssen wir ja wahrscheinlich. Kann ich auch nicht wieder nehmen. Die Frage ist halt, was hat mir das jetzt gebracht? Gut, ich habe ja nun immerhin den Musikschlüssel. Wenn ich jetzt noch... Da ist ein Musikschlüssel auf der anderen Seite. Und im Erdgeschoss waren meines Wissens auch noch welche. Zumindest eins. Das heißt, wir sind da unten auch noch nicht ganz fertig. So, wo gehen wir jetzt lang? Da ist am besten, wa? Ich gehe schon, ich gehe hier rein, den Raum ganz allein, la 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 la. Können wir auch gleich wieder abkürzen. Der haut da immer noch dagegen, ne? Da können wir eigentlich auch darüber ab... Ah, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen ja rüber zu dem... zu der Schlüssel mit dem... zu der Schlüssel. Ich sollte ins Bett. Zu der Tür mit dem Musikschloss. Und dann können wir gleich an der Stelle an diesem merkwürdigen Gerät hier vor... Moment. Ja, wir müssen hier noch durch. Dann können wir gleich da vorne, aber ich gucke mir vorher nochmal das Teil an, das wir gefunden haben. Das ist nämlich gelb. Oh. Sie
sind ja einer. Sagen Sie doch bitte Bescheid. Ich speichere mal schnell. In der Hoffnung, dass, sollte ich jetzt sterben, der Ladepunkt trotzdem hier ist. Und der Typ aber nicht. Aber der scheint jetzt wieder beruhigt zu sein. Danke. Also schlecht ist nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schlecht ist das Spiel nicht. Aber der ein oder andere. Hä? Wieso klingelt's jetzt? Klingt das Telefon wieder? Ich mach erstmal das gelbe Fragment hier rein. Kleinen Moment. Wenn ich's finde. Das ist grün. Das ist rot. Das ist gelb. Alles klar. Habe ich. So, also das wäre dann soweit erledigt. Das Telefon klingelt jetzt erstmal wieder, darum kümmern wir uns zuerst. Elizabeth, diese Räume auf diesem. Nee, diese Räume auf diesem Stockwerk. Was ist das bloß für ein Ort? Was hat das vor allem mit dem Typen da auf sich, der gegen eine Plexiglasscheibe schlägt? I know. And to my shame. The truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Okay, also die haben Fallen gebaut, ne? Irgendwelche Foltergeräte, ganz offensichtlich. Wie kann ich zu dir gelangen? Nach oben kommen. There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires four parts of our family crest to open. Someone's coming. Thomas, you have to hurry for both our sakes. Okay. Na, wenn das nicht der Aufzug ist da in der Mitte, ne? Vier Elemente, hat sie gesagt, braucht man. Eins habe ich eingesetzt, das gelbe hier vorne. Noch ein grünes, ein rotes und ein blaues. Die finden wir dann wahrscheinlich, vielleicht nicht alle, aber zumindest mal ein Teil davon. Hier irgendwo. So. Jetzt werde ich mir aber als allernächstes erstmal einen ein Grammophon heißt es, glaube ich, eigentlich. Ah, guck mal. So. Waffenfragment. Oh! Scheiße. Das ist jetzt natürlich ungeschickt. Nee, und ich habe nichts dabei, oder? Nee. Leute, bitte. Toll. Wieso hänge ich hier jetzt fest? Achso. Okay. Ach du Heilige! Okay. Ist in Ordnung. Scheiße, scheiße. Schon, wo wir zuletzt gespeichert haben, oder? Ja, okay. Das ist alles in Ordnung soweit. Ich müsste daher auch noch das eine Fragment haben. Ja, genau, das gelbe. Das haben wir jetzt halt. Das mache ich jetzt mal noch nicht rein.
Das ist vielleicht auch eine ganz geschickte Sache, wenn man die ganzen Fragmente da rein tut, wenn man sie eh schon alle hat. So, das kennen wir ja alles schon. Keine Antwort mehr. Okay. Nein. Der Musikschlüssel. So. Okay. Ah, da liegt was. Odyssee, 12. Gesang. Deutsche Übersetzung, angelehnt an Anton Weyer. Sirenen, Skylla und Charybdis. Ist aus der Griechischen, oder nicht? Ein verlockendes Lied, das viel wirkungsvoller als unsere Küstenlaternen ist, wenn ich sie nur zum Singen bringen könnte. Zunächst wirst du Sirenen begegnen, dort wo du segelst. Diese bezaubern sämtliche Menschen, wer immer sie träfe, wer diesen Sirenen unberaten sich nähert und anhört, was sie ihm singen, der kehrt nimmer nach Hause. Sein Weib, seine lallenden Kinder treten ihm nicht mehr zur Seite in herzlicher Lust. Die Sirenen sitzen auf grasigen Auen. Oh ja, auf grasigen Auen und wollen mit tönenden Liedern Zauber verbreiten, doch liegen daneben in Menge auf Haufen faulende Menschen, Knochen und schrumpfende Häute. Das ist unangenehm hier gerade mit dem Mikro. So, heute nach ihnen. Welch bezaubernde Vorstellung hier doch beschrieben wird. Treibe da eilig vorbei, nimm Wachs vom Honig und knet es, stopfe damit den Gefährten die Ohren, denn hören wäre der Tod. Lasse dich binden an Händen und Füßen am Mastbaum, dann hörst du schwelgend das Lied der Sirenen. Doch befiehlst du, dass die Gefährten dich lösen, dann sollen sie stärker dich noch fesseln. Und wenn man das umkehrt, wie Andromeda, die einst an den Felsen geschmiedet war, kann der traurige Gesang andere anlocken. Schön. So, einen Speicherpunkt hätte ich jetzt noch gern gefunden. Ansonsten gehen wir einfach wieder zum letzten. Also, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Ne? Wir schauen uns erstmal weiter um. Da unten muss es, wie es aussieht, relativ schnell gehen. Da wird irgendwo in einem dieser seitlichen Löcher da, die man öffnen kann, wohl was war das? Ein Schlüssel drin sein, der es ermöglicht. Bibliothek, hat sie gesagt. Da soll ich mal hin. Alles klar. Dann würde sich ja vielleicht anbieten, dass in der Bibliothek eventuell eine Speichermöglichkeit wäre. Da gehe ich jetzt mal weg. Was ist auch dieser Dampf hier soll? Er scheint da stehen zu... Nö, nee, nicht wirklich, okay. Okay, einen anderen Schlüssel habe ich aber nicht. Was ist denn das? Okay. Da brauche ich wieder einen anderen Schlüssel für, so wie es aussieht. So, Abstellkammer, kann man sich ganz gut verstecken. Besser gefallen würde mir allerdings ein Raum mit einem Speicherpunkt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt?
Okay, viel ist ja nicht mehr. Da kämen wir jetzt noch eine Tür.